Moin Leute und herzlich willkommen auf Panro Tutorials und heute gibt es eine automatische Glastür und ja, dafür baut ihr am besten diesen Bogen hier nach. Natürlich müsst ihr es nicht aus Erde machen, könnt auch aus irgendwas anderem machen, was stylischer ist und der Bogen ist halt 6 hoch. Ihr seht es hier, in der Mitte müsst ihr halt dann 3 freilassen, wo ihr dann jeweils die Kolben reintut. Einmal hier nach unten zeigende Kolben, Haftkolben mit Gläsern halt drauf. Und dann nach oben 3 nach unten zeigende Haftkolben, auch mit Gläsern halt drauf, damit das halt hinterher immer auf und zu gehen kann so. Dann baut ihr am besten noch hier den Holzbogen nach. Das ist wichtig für hinterher für die Schaltung und damit das hinterher stylischer aussieht, damit man nicht mehr die Kolben so sehr sieht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal dahinter und bauen die Schaltung. Dafür baut ihr erstmal 3 Repeater und stellt die dann, dann auf die höchste Stufe hier, wie ich. Ja, so. Und jetzt baut ihr halt erstmal eine kleine Schaltung, so. 3 nach da und dann hier noch 1 nach da. Und dann macht ihr da halt ein Loch rein. Das ist hinterher wichtig, damit auch oben das weggeht. Und dazu kommen wir aber gleich nochmal. Und jetzt erstmal die Schaltung nochmal weiterbauen. Und zwar baut ihr die nach hier hinten. Und dann weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und bis nach hier hinten durch. Und dann nach da eins freilassen, dann da eine Fackel dran machen, eine Dings Redstone Fackel und da noch eine Schaltung nach da hinten, damit man hinterher auch einen Schalter da dran machen kann, damit das hinterher auf und zu geht. So, jetzt baut ihr hier alle 2 Dings ein Loch rein und eine Redstone Fackel rein, so wie ich es jetzt hier mache. So, und dann nochmal da. Okay. So. Jetzt noch da, jetzt müssen wir eigentlich, genau, jetzt müssen wir da oben drauf noch eine Schaltung bauen. So eine hier, wie jetzt gerade. So, und ganz zum Schluss eine Redstone-Fackel. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren, ja. Okay. Ja, jetzt kann man das unten nochmal mit Holz ausbauen. Ah, leider habe ich jetzt kein Holz mehr. Mal gucken, ob noch in der Kiste was ist. Ah, noch einen Schalter mitnehmen am besten. So. Ah, haben wir auch kein Holz. Toll, irgendwer hat das ganze Holz geklaut. Naja. Das Holz ist natürlich auch nicht ganz so wichtig. Das ist halt nur der Deko. Könnt ihr dann ja machen, wie ihr das halt wollt. Nochmal gucken, wo hört die Schaltung jetzt auf. Okay, da. Und den Schalter dran setzen. Ah. Warum geht das jetzt nicht? Irgendwie ist die obere Schaltung ein bisschen gefailed. Daran müssten wir jetzt eigentlich nochmal arbeiten. Das könnte an der Fackel hier liegen. Stellen wir einfach mal anders hin. So. Ja. Okay. Funktioniert das jetzt? Nö. Okay, woran kann es jetzt liegen? Gehen wir einfach nochmal hoch. Gehen wir einfach nochmal die Dings hier hoch, den Balken, okay. Ah, okay. Wir haben die Schaltung falsch wohl gebaut. Ein bisschen die Schaltung hat gefailt. Naja, jeder kann ja mal failen im Tutorial. Das heißt, da kommt ein Erdblock hin halt. So, und dann eine Redstone-Fackel, ja. Und dann hier nochmal eine Redstone-Spur. Okay, jetzt müsste das Ganze funktionieren. Auf den Schalter drücken und ja, tada, es klappt. Ja, jeder kann natürlich im Tutorial mehr failen. Tut mir sehr leid, dass ich hier gefailt habe in dem. Ich hoffe trotzdem, es ist verständlich für euch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial auf jeden Fall gefallen. Ihr seht hier auch nochmal, wie die Schaltung gebaut wird. Und ja, wenn euch das Tutorial gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen nach oben oder lasst doch ein Abo da. Und an dieser Stelle nochmal danke an den District, der mir dazu geraten hat, dieses Tutorial zu machen, weil ich im Moment auch nicht so viele Ideen habe. Und ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Tutorial.